Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Checos Backstube. Ihr seht hier schon, wir sind immer noch in der Frittierreihe. Wir frittieren heute mal diese Schneeballen hier. Die schauen komplizierter aus, als es in Wirklichkeit ist. Das Ganze geht ruckzuck und einfach und im Gegensatz zu den Schokoriegeln von letzter Woche könnt ihr auch das getrost nachmachen. Wir beginnen zuerst mal mit dem Teig. Ich habe hier mal etwas Butter, die gebe ich mal in eine Schüssel. Ich kann die hier in meiner Küchenmaschine auch gleich erwärmen, damit die Butter geschmolzen ist. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut danach ungefähr so aus. Jetzt kommt noch etwas Vanillezucker hinein. Noch die Eier. Das sind insgesamt 2 Stück. Das ist hier Nummer 1 und hier Nummer 2. Dann kommt noch der Sauerrahm hinein, beziehungsweise der Schmand. Noch etwas Mehl. Und das Ganze wird dann auch schon verknetet. Einfach schön rühren lassen, das dauert hier ein paar Minuten. Das wird dann ein zäher, klebriger Teig, schaut ungefähr so aus. Den entnehme ich jetzt mal aus der Schüssel, knete den auf der Arbeitsfläche nochmal durch. Das funktioniert ganz gut, die Teigkugel wird jetzt schön rund und glatt, schaut ungefähr so aus. Ich mache jetzt hier mal meine Stückchen und die Stücke bemehle ich noch kurz und rolle die dann mit dem Nudelholz aus. Einfach schön dünn ausrollen, damit das so 3 bis 5 mm dick ist. Die Form ist total egal, schaut bei mir auch bei jedem anders aus. Ich habe jetzt hier mal einen Pizzaroller und schneide das hier so ein. Wichtig ist dabei, damit ihr das nicht durchschneidet. Also oben und unten nicht durchschneiden und die Streifen sind so 1,5 cm breit. Das Ganze nehme ich jetzt hoch, einmal hier quer durch die Luft, hin und her und dann schaut das so aus. Das war auch schon unser erster Schneeballen. Ich mache das jetzt hier mal mit allen durch. Teig wieder ausrollen. Schaut so aus, hin und her schneiden, schön die Streifen hochnehmen, alles durcheinander bringen und den nächsten Schneeball daneben legen. Ich habe hier insgesamt 8 Stück gemacht. Man erkennt schon, damit das ungefähr so ausschaut wie Schneeballen. Die werden jetzt mal frittiert. Eigentlich gibt es ja da so eine Schneeballzange, damit die auch zusammenbleiben, aber da ich keine habe, probiere ich das jetzt einfach mal so. Schön rein ins heiße Fett, dann lasse ich den mal etwas anfrittieren und dann kommt auch schon der nächste hinein. Schauen, damit er sich nicht ganz auflöst. Wenn er sich irgendwie zerteilt, könnt ihr ja hier mit eurer Kelle noch etwas dagegen drücken. Wenn er sich dann am Anfang fest frittiert hat, behält er die Form in der Regel auch. Frittieren tut das Ganze hier so circa 4 bis 5 Minuten. Dann sollte alles gut durchgebacken sein. Die Temperatur ist wieder so 170 Grad. Das ist so die Standard-Fritteusentemperatur. Der Schneeball hier ist jetzt fertig. Wir entnehmen den mal. Gut abtropfen lassen. Das Fett ist ja hier in jeder Ritze. Und so schauen die ganzen Teile jetzt aus. Sind ganz gut geworden, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, sind schön knusprig, schmeckt vernünftig. Da kommt jetzt noch eine ordentliche Ladung Puderzucker oben drauf, wie sich das auch gehört. Schaut danach gleich mal noch viel besser aus. Man sieht schon, ein schöner, balliger, klumpiger Schneeballen, genauso wie das sein muss. Die Größe könnt ihr über eure Kugeln natürlich selber bestimmen, also seid da frei, eine Größe zu wählen, wie ihr das möchtet. Ich probiere das Ganze jetzt auch gleich mal, man kann den hier so auseinanderbrechen und man sieht schon, gibt hier so einzelne Teigstränge. Schön durchgebacken, schön knusprig, ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Ihr könnt mir gerne ein Abo oder einen Daumen da lassen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Schneeballen kennt, ob ihr die mögt oder ob ihr vielleicht sogar schon mal welche selber gemacht habt. Damit wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal.